Viele Schüler hatten heute ein Date im Haus Erholung beim Azubi-Speed-Dating. Die Chancen für das kommende Jahr, einen der über 300 Ausbildungsplätze zu ergattern, waren groß. Zum dritten Mal brachten die Kreishandwerkerschaft, die Industrie- und Handelskammer und die Arbeitsagentur Unternehmen mit Ausbildungsplatzsuchenden zusammen. 10 Minuten, die ein Leben verändern können. Die letzten Male war das moderne Konzept erfolgreich. Wir hatten bei der letzten Veranstaltung gut 400 Ausbildungsplatzsuchende, die aber an den Tagen auch teilweise mehrere Bewerbungsgespräche geführt haben, also dass so auch in der Summe ca. 600 Bewerbungsgespräche bei der letzten Veranstaltung geführt worden sind. Es wäre natürlich für uns schön, traumhaft, wenn wir mindestens diese Zahlen wieder erreichen würden. Da wir es aber dieses Jahr, wie gesagt, erstmalig in dem Termin November machen, nicht wie in den Jahren vorher, kurz vor Ausbildungsbeginn, lassen wir uns auch erstmal überraschen, in der Hoffnung, dass wir die Zahlen wieder erreichen. Bereits nach einer Stunde zählte die Veranstaltung schon über 150 Bewerber. Jeder Anwärter bekam erst einmal eine Nummer. Mit der war ein persönliches Gespräch beim Favoriten sicher. Das Gute an dem Konzept: hier steht an erster Stelle der persönliche Kontakt mit dem zukünftigen Arbeitgebern, und das hilft. Das ist für alle Beteiligten eine sehr ökonomische Form, sich kennenzulernen und innerhalb kürzester Zeit eine Entscheidung treffen zu können, ob man sich so sympathisch und attraktiv findet, dass man das fortsetzen möchte. 31 Betriebe waren vor Ort und dateten den Nachwuchs. Die Berufsbilder des Tischlers, Konditor oder Elektroniker wurden erklärt, Bewerbungsmappen dargelassen. In drei Sälen fand die Begegnung statt. Es war ein Kommen und Gehen, aber mit hinterlassenem Eindruck. Ich habe mich vorgestellt und die Erinnerung war da gewesen, ein Vertreter. Und ja, ich denke mal schon, dass die 10 Minuten mir viel gebracht haben. Es hat einem recht gefallen und es war eigentlich wirklich super. Also ich kann es nur empfehlen. Auch im kommenden Jahr soll die Veranstaltungsreihe fortgesetzt werden. Das etwas andere Bewerbungsgespräch kommt gut an. Die freien Ausbildungsplätze können so optimal besetzt werden.